Wusstest du, dass Jod eines der wichtigsten Spurenelemente für unsere Schilddrüsenfunktion ist, aber auch eine Quelle der Kontroverse bei der Behandlung von einer Hashimoto-Thyreoiditis darstellt? In unserem heutigen Interviewausschnitt tauchen wir mit der Heilpraktikerin Kira Kaufmann in das Thema Jod ein. Sie wird uns erklären, warum Jod so entscheidend für unsere Gesundheit ist und wie es die Hashimoto-Nation spaltet. Wenn du mehr über dieses Thema jetzt erfahren möchtest, bleib auf jeden Fall dran und denk auch daran, uns hier zu abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Interviewausschnitt. Ich glaube, dass in mindestens 50% der deutschen Haushalte diese gelbe Pappschachtel mit diesem blauen Rechteck steht, jodiertes Speisesalz. Und da sagen alle Leute, wieso? Ich nehme das doch. Das reicht doch. Jeder Wurst in jedem Fertigprodukt ist jodiertes Speisesalz. Sie haben schon gesagt, mehr als 100 Mikrogramm kommt man nachher nicht. Ja. Was soll man denn dann nehmen? Und was viele nicht wissen, so ein Ding vom Aldi, sag ich jetzt mal, oder Lidl, oder vorne, sind die alle, wo wir keine Schleichwerbung machen, aber diese für 69 Cent riesigen Pakete mit jodiertem Speisesalz drauf, da gibt's ja auch noch die Variante mit Fluorid. Und Fluorid ist der Gegenspieler. Ja, weiß jeder Chemiker, dass die sich gegenseitig behindern. Naja, gut. Aber man weiß einfach, meine Oma hatte in der Küche immer so einen Pott mit Salz. So, da war auch bestimmt jodiertes Speisesalz drin, so in den 70er Jahren, als ich bei meiner Oma zu Hause war. Da war nie ein Deckel drauf. Der stand da immer so rum. Und heutzutage weiß man, dass Jod flüchtig ist. Ja, also das bleibt nicht da drin für, weiß nicht, man holt sich so ein Ding und dann meint man so für 1-2 Jahre, je nachdem wie hoch der Salzverbrauch ist, hat man das an der Küche rumstehen. Man weiß aus Untersuchungen, dass nach ein paar Wochen da schon nichts mehr drin ist. Also das Jod evaporiert, verflüchtigt sich und wer zum Beispiel mal so eine Flasche mit Logalscher Lösung oder auch Beta ist ja Donner zu Hause stehen hat, also Jodtinktur für die Haut, der weiß dann plötzlich, verfärbt die sich außenrum. Das ist halt, weil Jod austritt, auch wenn wir es noch so gut verschließen wollen. Wir kriegen es nie 100%. Also das zum einen. Und tatsächlich, wenn wir mal hochrechnen, in Deutschland gibt es eine Verordnung zur, wie viel Jod in einem Kilogramm Sack von Salz sein darf. Da gibt es auch seit Jahren Anstrengungen in der EU, das zu vereinheitlichen. Das ist nämlich gar nicht so. Bei den Polen ist viel mehr drin, bei den Dänen darf gar nichts rein. Und dann ist das halt ein Problem auch, dass die sich gegenseitig ihre Sachen nicht importieren dürfen wegen des unterschiedlichen Jodgehalts. Also das ist irre, bürokratisch betrachtet. Naja, und das Jod im Speisesalz ist so viel, dass man sagen kann, wir haben nicht mehr den Kretinismus. Also Kretinismus war wirklich noch in den 20er Jahren sogar in der Schweiz oder auch in Bayern eine Schwersterkrankung, also vor 100 Jahren noch, heute in Europa fast ausgestorben. Es gab in den 80er Jahren noch im Apennin in Italien Fälle von Kretinismus. Kretinismus, also der schwerste angeborene, unter anderem jodmangelbedingte Schilddrüsenunterfunktion, also mit geistiger Retardierung, Minderwuchs und so weiter. Und dann hat man ja dann, das ähnliche Phänomen hatte man ja dann auch in den USA, dass man da halt so viele Mädchen hatte mit Kröpfen. Ja, also man sieht ja heute nicht mehr diese Truthahnhälse. Das sah man aber vor 100 Jahren überall. Und das ist halt ein Thema, wo man sagte, okay, wir müssen die Zwangsjodierung einführen. Und hat man das über Salz gemacht. Ne? Das war aber, man hätte auch was anderes nehmen können. Und man hat gesagt, ja gut, Salz nehmen die meisten. In Belgien hat man sich damals entschieden, das übers Brot zu machen, den Brotteig beizufügen. Und ich glaube, Neuseeland auch. Aber ganz unterschiedlich. Und in Deutschland ist es halt wirklich so, wir nehmen im Schnitt 5 bis 6 Gramm am Tag an Kochsalz auf, indem wir halt irgendwie was essen, draußen essen oder was trinken. Und das ist so, führt zu einer durchschnittlichen, kann man ja ausrechnen, ja, aufgrund der vorgegebenen Menge, führt zu ungefähr maximal 125 Mikrogramm Jodzufuhr, wenn die Leute Jodsalz zu sich nehmen. Ne? Aber wie gesagt, viele aus der naturheilkundlich orientierten Szene oder auch viele Veganer kommen da gar nicht drauf. Veganer haben sowieso einen sehr, sehr hohen Mangel an Jod, es sei denn, sie essen Algen. Ja, aber das Problem ist halt, dass wir noch ein bisschen
über Milchprodukte bekommen und auch über Fleisch. Jeder Veterinär weiß, dass wenn die Kühe Jod bekommen, mehr Milch geben. Das ist auch ein Grund, das ist ein Grund tatsächlich, um den Kühen halt Jod zu geben. Und diese jodierte Milch kommt dann natürlich auch, wenn sie die normale konventionelle Milch ist. Der Biobauer macht das in der Regel nicht. Biomilch hat eben kein Jod und wir haben dazu große Untersuchungen, mein Mann und ich damals bei der Recherche zu unserem zweiten Buch angestellt. Wir haben also wirklich Milch überall eingekauft und einschicken lassen und das im Labor untersuchen lassen und tatsächlich die Biomilchproben hatten eben kein Jod. So, also auch das sind Faktoren, wo man sagt, okay, je scheinbar gesünder jemand leben möchte, desto eher kommt er in den Jodmangel, wenn er nicht drauf achtet und eben halt auf Fisch verzichtet, aus welchen Gründen auch immer, oder auf Meeresfrüchte. Und da bleibt letztendlich, genau wie bei Vitamin D, wer schafft es schon, sich nachts nackt in die Mittagssonne zu legen in unseren Breitengraden zwischen 1 und 3 im Hochsommer und muss nicht arbeiten, der kann vielleicht seine Vitamin D-Speicher normalerweise auffüllen. Ich schaffe es meistens nicht. Und aus dem Grunde muss Vitamin D supplementiert werden. Ganz einfach, weil unser Lebensstil eben nicht dem entspricht, was der Körper braucht. Und so geht es auch mit Jod. Dann hat man auch die Gewissheit, dass man eine gute Grundversorgung hat. Hi und danke, dass du bis hierher dran geblieben bist. Wir von Medumio legen großen Wert darauf, so vielen Menschen wie möglich unabhängiges und wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Gesundheit wieder in die eigenen Hände nehmen können. Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann lass uns doch am besten gleich ein Abo und ein Like da. Wir würden uns riesig darüber freuen. Jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. Genau, und jetzt noch einmal kurz, in welcher Form, also wenn die, das ja. Ding mit dem... Man kann, also ich sage immer, entweder nimmt man ganz normal, also Jod ist erstmal Jod, ne? Weil da gibt es ja auch mal... Meine Patienten sagen immer, ich hätte gern, aber wenn Sie mir was mit Jod verschreiben, bitte was Natürliches. Und dann sage ich, Jod ist erstmal, wenn man im Chemieunterricht aufgepasst hat, ein Element im Periodensystem der Elemente steht ganz weit außen und ist genau wie Eisen und Selen. Da gibt es nichts Natürliches oder Unnatürliches, ein Element. So, wir können sagen, wir geben das Jod aus der Apotheke. Das ist dann von Hexal oder wie sie alle heißen, einfach nur Jod. Oder wir geben es gebunden in Algen, das wäre die Alternative, wo wir das beispielsweise, Vorteil von Algen ist, sofern das Bio-Algen sind, dass die eben noch andere Substanzen haben, wie Selen und B-Vitamine und Aminosäuren und so weiter. Also quasi das natürliche, meistens ist die Kelbalge, die in Deutschland verwendet wird von den Nahrungsergänzungsmittelherstellern, natürliche gebundene Jod. Aber es ist für den Körper wurscht, ob er das so oder so angeboten bekommt. Da gibt es keinen Unterschied. Es wird gut aufgenommen vom Darm. Okay, und jetzt noch einmal zum Schluss. Jeder, der das Video jetzt gesehen hat, sagt sich, okay, Jodmangel, ich muss zum Arzt. Wie misst man Jod? Schwierig. Also ja, es macht kein. Das Problem ist halt, Jod ist muss ja vom Darm ins Blut und dann über diesen Transporter in die Zelle hinein. Und die WHO hat einen Standardtest vor vielen, vielen Jahren definiert und da gibt es bestimmte Richtwerke für Werte für Jod im Morgenurin. Und das ist aber, den kann man machen, der kostet, weiß nicht, 20 Euro, wird aber fast nie gemacht, aber wäre zumindest mal ein Anhaltspunkt. Problem ist, dass die WHO diese Richtlinien gesetzt hat und gesagt hat, zur Mindestversorgung der Schilddrüse. So, das heißt, wir haben damit aber noch nicht den Rest des Körpers abgedeckt. So, und da die WHO hat daraufhin gesagt, okay, der normale Erwachsene braucht 200 Mikrogramm. Unabhängig, was für mich nicht nachvollziehbar ist, wie groß, wie schwer, ob er viel schwitzt. Wir verlieren über den Schweiß, bei Sport, bei Sauna ganz viel Jod über die Haut. Ob er viel trinkt, je mehr wir trinken, die Nieren wird's ausgespült und so weiter. Also viele Faktoren, die da nicht berücksichtigt werden, das ist so Pi mal Daumen, 200 Mikrogramm. Es gibt einen anderen Test, das ist der Jodsättigungstest, der ist von Amerikanern entwickelt worden vor ungefähr 15 Jahren. Der ist etwas komplizierter und für Hashimoto-Patienten nicht so gut geeignet, weil da wird eine definierte Menge an Jod verabreicht in einer hohen Dosis, 50 Milligramm. Und da rate ich von ab, weil wir nicht genau wissen, ob da vielleicht Probleme bei diesem Test auftauchen. Ne?
Den Test empfehle ich vor allen Dingen Frauen mit Brustkrebs, das über einen Arzt durchführen zu lassen, damit wir da wissen, die Gesamtkörperversorgung ist dann so und so und wir brauchen so und so viel Jod. Das kann man dann dementsprechend ableiten. Okay, aber Blut macht keinen Sinn? Blut gibt es zu wenig Daten für. Es gibt jetzt Vollblutanalysen von verschiedenen Laboren. Blut gibt uns nur das wieder, was der Darm aufgenommen hat. Aber sagt uns noch nicht, was ist tatsächlich in der Schilddrüsenzelle angekommen. Ne? Das Sicherste ist eigentlich, sind zwei Methoden, dass wir entweder wirklich gucken, steigt das T4 an mit der Zeit? Ja, dann wäre das ja ein Beleg, dass Jod angekommen ist, weil sonst kann die Produktion dann nicht wieder aufgenommen werden. Und zwar ohne, wenn das T4, ich sage mal, erstmal Schilddrüsenhormone beibehalten und dann, wenn das T4 ansteigt, langsam ausschleichen. Das muss man wirklich dann alle 3 Monate überprüfen. Das dauert auch eine Zeit. Oder alternativ mal die Körpertemperatur messen. Die korreliert sehr gut auch mit der Versorgung der Schilddrüse beziehungsweise mit der Schilddrüsenfunktion. Vielen Dank, dass du dir unser Interview-Ausschnitt mit Kira Kaufmann zum komplexen Thema Jod und seine Rolle bei der Hashimoto-Thyreoiditis angesehen hast. Wir hoffen, dass es dir neue Perspektiven eröffnet und geholfen hat zu verstehen, warum Jod so ein polarisierendes Thema in diesem Zusammenhang ist. Wenn du mehr über Jod, die Schilddrüsenfunktion und andere Gesundheitsthemen erfahren möchtest, dann schau dir gerne weitere Videos auf unserem Kanal an. Abonniere uns am besten auch gleich, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Teile auch deine Fragen, deine eigene Meinung oder Erfahrungen zu dem heutigen Thema unten in den Kommentaren und tausche dich mit unserer Community aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.